Ich kann mit der Kurbel den Wagen bewegen. Der Wagen passt auf den Schlitten. Mehr Gewicht auf der anderen Seite hebt die Kanone. Ich muss auf dem Aufzug mit der Kiste sein, wenn der Wagen die Kanone erreicht. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.
Die Wand ist zu nah. Mich erwischt es dabei auch. Ich muss es nochmal machen und schneller beim Aufzug sein. Von hier zu schießen ist nicht sicher. Ich muss auf dem Aufzug mit der Kiste sein, wenn der Wagen die Kanone erreicht. Ich muss auf dem Aufzug mit der Kiste sein, wenn der Wagen die Kanone erreicht. Ich muss auf dem Aufzug mit der Kiste sein, wenn der Wagen die Kanone erreicht.
Gott, so viele Leichen. Ich muss die Spuren umgehen. Wie prognostiziert hat Amaru das sechste Siegel vorbildlich absolviert. Er hat sogar die höchste Punktzahl erreicht, seit es diese Prüfung gibt. Was nicht nur für sein Können, sondern auch für seine herausragende Entschlossenheit spricht. Ich halte ihn für einen mehr als würdigen Nachfolger für meinen Posten. Und er zeichnet mit Dr. Dominguez. Das ist kein Name, sondern der Titel des Anführers von Trinity. PS,
Wir werden Paititi umgehend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, um die Hungersnot zu lindern, wie wir es Amaru zugesagt haben, falls er unsere Sache unterstützt. Der ganze Ort ist ein Test. Amaru wollte Trinity hier seine Loyalität beweisen. Hätte er sich früher verpflichtet, hätten sie ihm die Lebensmittel sofort gegeben, bevor Sairi auf der Jagd getötet wurde. Ich werde nie wieder zögern. Amaru machte seinem toten Bruder ein Versprechen, das kein anderer Paitizianer lesen konnte. Es gibt nur eine Person, die mir das bestätigen kann.
Shanka Shikesh! Pilawich! Huye! Huye! Pilawich! Ah, du bist's wieder. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich glaube schon. Mehr als erwartet sogar. Du wirkst besorgt. Was beschäftigt dich? Hast du Amaru hier je wieder gesehen? Nach der Hungersnot? Du meinst nach dem Tod seines Bruders? Wie gesagt, sie waren unzertrennlich. Als Sairi starb, fand auch ein Teil von Amaru den Tod. Nicht viel später kam er noch einmal her, aber danach nie wieder. Er verschrieb sich vollständig dem Kult von Kukulkan. Ich nehme an, der Tod seines Bruders hat alles verändert. Danke. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Koryanka hatte recht. Das Rad ist wichtig für Amaru. Es könnte sein wertvollster Besitz sein. Wir haben keinen Grund und kein Recht, es ihm nicht zu geben. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Gib ihm das hier. Was wollte die unverschämte Priesterin? Was? Wie? Her damit!